Ja, dann wunderschönen guten Nachmittag. Mein Name ist Daniel Bartel und ich bin hier mit zwei wunderbaren UnternehmerInnen und Unternehmern in dem Fall. Kurz zu mir, bevor wir einsteigen. Also ich war lange in der Startup-Szene tätig, so 12, 13 Jahre in dieser klassischen Unicorn, höher, schneller, weiter Startup-Szene, wollte das große Geld machen, habe aber gemerkt, irgendwie, da passt was vieles nicht. Und es ist irgendwie nicht so wirklich sozial, auch nicht innerhalb der planetaren Grenzen. Vor 5 Jahren ging ich auf die Suche nach etwas, nämlich nach irgendwie, wie kann man denn unternehmerisches Handeln verbinden? Und so kam ich auf verschiedene Instrumente und die möchte ich heute so ein bisschen zeigen. Und eins habe ich auch mitentwickelt und das ist das EcoGood Business Canvas, aber mehr dazu gleich. Und ja, dann gebe ich einfach weiter an Nico. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Genau, ich bin Nico, ich bin ein Teil des Gründungsteams von WeTel und erzähle heute was darüber, wie Mobilfunk und Gemeinwohlökonomie zusammenpassen können und auch am Beispiel von dem Canvas. Genau, und ich bin von WeChange, nicht zu verwechseln. WeTel, WeChange, es ist tatsächlich Zufall, dass die Namen so ähnlich sind. Wir sind nicht miteinander verbandelt, noch nicht. Vielleicht kommt es noch, wenn wir kooperieren. Bin bei WeChange Stratege. WeChange bietet eine Online-Plattform für Changemaker, die komplett Open Source, datenschutzkonform und CO2-neutral in Deutschland und Europa gehostet ist. Und genau, wir haben uns auch dieses EcoGood Business Canvas angeschaut, um ja, einfach unseren Werten noch mehr Schärfe zu geben, noch genauer zu gucken, wo sind wir eigentlich schon gut unterwegs und wo wollen wir auch noch besser werden im Hinblick auf Nachhaltigkeit, auf Gemeinwohl. Genau. Und jetzt wieder zu dir. Genau, ich gebe jetzt eine kleine Einführung in die Gemeinwohlökonomie und dann in das Canvas und dann werden wir die beiden Praxisbeispiele beleuchten und wir hoffen, dass wir noch guten Raum für Diskussionen und Fragen haben. Genau, kurz zum Check-in. Wer von euch kennt eigentlich Einhörner? Mal die Hände hoch. Genau, viele. Und Einhörner im Startup-Kontext, im Entrepreneurship, Silicon Valley, kennt ihr auch alle, perfekt. Wer kennt von euch denn Zebras? In der Tierwelt? Ja. Und wer kennt Zebras im Startup-Kontext? Ja, auch ein paar, super. Zusammenhang, genau, habt ihr schon ermittelt, das ist das Thema Entrepreneurship und Gründen. Ein Gründen zwischen höher, schneller, weiter, Silicon Valley, sind ja diese Unicorns. Einhörner, die kapitalisiert werden mit 1 Milliarde oder mehr. Das heißt, Menschen investieren in diese Projekte, sie werden ganz groß, ganz schnell und letztendlich dominieren sie dann einzelne Märkte. Das ist so Silicon Valley-Style, aber es gibt seit 2017, wie gesagt, diese Zebras und das sind eine ganz andere Form der Gründung und die zwei Beispiele sind auch sozusagen auch Zebras. Genau. Wer von euch kennt denn die GWÖ? Erstmal die Abkürzung. Auch einige. Und die Gemeinwohlökonomie? Genau, das ist es. Perfekt. Wer von euch hat schon mal was von WeChange.de gehört? Wow, ja. Und WeTel? Wow, okay. Dann kommen wir direkt ins Eingemachte, würde ich sagen. Wie der Einhörner gibt es ja viele, hier sogar einzelne Beispiele. Das sind alles Namen und Marken, die wir kennen, jetzt nur Konsumgüter in dem Fall. Aber trotzdem, wir merken immer, dass irgendwas faul. Ja, sind das echte Plattformen? Meistens nicht. Ja, das sind eben Scheinplattformen, sondern ich sehe. Ich war früher in der Share Economy aktiv 2010 und habe gemerkt, okay, Airbnb und Uber wird als Share Economy angesehen. Naja, so ganz stimmt das nicht nach der strengen Definition. Aber was wir brauchen dringend ist mehr Zebras, die diese Ungleichheiten im Plattformkapitalismus oder auch im Überwachungskapitalismus oder eben auch in der Art und Weise, wie gegründet wird, letztendlich fundamental hinterfragen und verändern wollen. Und hier sind einzelne Beispiele. Und ihr seht schon, Ecosia ist ja auch hier aktiv diesen Tage gewesen. Und ihr seht ganz viele andere Beispiele. Und das Wichtige ist, das sind nicht gemeinnützige Unternehmen. Also die wenigsten dort sind gemeinnützig, sondern sie sind dem Gemeinwohl verschrieben. Und das rauszuarbeiten, das ist eine ganz besondere Form, die wir uns jetzt widmen wollen. Weil natürlich diese Unternehmen, das sind auch die Unicorns, die sagen, die wollen die Welt verändern. Ja? Facebook, Mark Zuckerberg und so weiter. Und wir sind immer skeptisch, ja, das ist okay. Die Wirkung dahinter ist das wirklich das, was letztendlich die Welt verändert. Und ne, wenn ich einen Service anbiete, einen IT-Service, ist es entweder direkt oder ich skaliere das Ganze natürlich. Und wenn ich es schaffe, einen Systemwandel oder sogar einen Frame, also einen Betrachtungswinkel verändere in der Gesellschaft, entsteht auch was Neues. Ja, und in der Digitalisierung wird darum gerungen, in digitalen Plattformen, welche Art von Frame oder System wir vermutlich haben wollen. Und deswegen gibt es ja auch diese Konferenz, obviously.
Und ein Instrument oder eine Bewegung, die sich jetzt seit den letzten 8 Jahren herauskristallisiert hat, ist Social Entrepreneurship. Wir haben jetzt keine Sozialunternehmen unbedingt jetzt hier anwesend, aber in der Regel funktioniert es nach dem gleichen Schema F. Also es geht darum, dass ein Unternehmen, ein Team eine gesellschaftliche Dimension, also ein gesellschaftliches Problem oder eine Herausforderung lösen möchte, mit unternehmerischen Mitteln, aber das streng kontrolliert und gesteuert durch einen bestimmten Rahmen und Werteindikator. Und das werden wir gleich erfahren, diese Governance-Strukturen-Dimension. Und das ist halt der Game-Changer sozusagen, wo viele UnternehmerInnen, die der neuen Generation angehören, dran glauben, dass es eben dort eine gewisse, ja, eine neue Basis braucht, wie man Unternehmen denn denkt, aufbaut und integriert in die Gesellschaft. Und eigentlich ist es ganz klar, unsere Verfassung, und wir wollen eigentlich nur nach der Verfassung handeln, heißt eigentlich, dass wir wirklich wirtschaften wollen. Denn es ist zum Beispiel in NRW so, ja, Wirtschaften steht im Mittelpunkt des Menschen. Bayerische Verfassung, alles gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und wir haben in der Bundesrepublik Deutschland sowieso das Thema, dass eigentlich Eigentum verpflichtet und zugleich dem Allgemeinheit dienen. Und Silicon Valley Unternehmen machen das in der Regel nicht so, wie das vielleicht dort steht. Ja, und ein großer Rahmenwerk ist die Gemeinwohlökonomie. Wie ihr schon erkannt habt, ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft. Und was es genau macht, das seht ihr kurz in diesem Video. Nationale Bewegung mit vielen engagierten Menschen, Unternehmen und Gemeinden. Im Zentrum steht ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem, bei dem es in erster Linie um den Menschen und die Umwelt geht und nicht nur um den Profit. Um den Beitrag zum Gemeinwohl zu messen, hat die GWÖ die Gemeinwohlbilanz entwickelt. In dieser untersuchen Unternehmen, Gemeinden und Bildungseinrichtungen mithilfe eines Punktesystems, inwieweit sie die Werte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung in ihrem Handeln berücksichtigen. Die Werte werden dazu in Bezug zu Zulieferern, Eigentümern, Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft gesetzt. Je besser der Einsatz für das Gemeinwohl, desto mehr Punkte bekommt eine Organisation. So wird für alle objektiv der Beitrag zum Gemeinwohl sichtbar und können sich zum Beispiel Konsumenten bei Kaufentscheidungen daran orientieren. Eine Forderung der GWÖ ist, dass Organisationen mit besserer Gemeinwohlbilanz Vorteile bekommen, zum Beispiel bei den Steuern, günstigere Kredite erhalten oder Vorrang bei öffentlichem Einkauf haben. Ziel ist es, dass ökologische, ethische und regionale Produkte günstiger und attraktiver werden. Wie das genau aussehen soll, daran arbeitet die GWÖ-Bewegung zusammen mit Politik, Unternehmen, Organisationen und der Gesellschaft in einem demokratischen Prozess. Tausende von Menschen in vielen Ländern sind schon dabei und gestalten, entwickeln und engagieren sich für die Gemeinwohlökonomie und eine faire Zukunft. Dies ist unsere Chance für eine gerechtere Welt. Komm online oder im echten Leben einfach vorbei und erfahre mehr. Genau. Also das ist das Prinzip der Gemeinwohlökonomie und es gibt natürlich auch noch, ich habe mal gezählt, so 40 andere Wirtschaftssystemmodelle, die man in Erwägung ziehen könnte, die vielleicht besser sind als die jetzige. Aber das ist, wie gesagt, ein Diskurs, der gerade geführt wird. Wichtig bei der GWÖ ist es halt eine Bilanzierung. Ja, es ist wirklich so die Finanzbilanz, die jedes Unternehmen und jede Organisation entwickeln muss. Da gibt es jetzt eben auch die Gemeinwohlbilanz zusätzlich dazu, die quasi die Themen Soziales und Ökologisches in den Fokus setzt. Und ihr seht hier an dieser Matrix, es sind ganz viele Wirkungsfelder, in denen Unternehmen operieren können. Und wichtig ist zu verstehen, oben sind diese 4 Universalwerte. Und das ist ein demokratischer Prozess. Diese Werte werden auch angepasst zum Teil. Aber letztendlich kommen sie da raus, wenn man einfach Menschen fragt, welche Werte sie vertreten. Und wenn man die ganze Welt befragt, wenn man viele Menschen befragt, kommt meistens eben diese 4 Werte raus. Deswegen sind das so die Ur- oder die Grundwerte der Gemeinwohlökonomie. Und dann entlang der Bildungsgruppen. Jetzt ist das Ganze sehr komplex und eine Gemeinwohlbilanzierung ist sehr, sehr aufwendig. Es ist alles Open Source, man kann alles online selber machen, wenn man möchte. Aber natürlich gibt es AuditorInnen und Auditoren, damit das eben die Punktzahl richtig ist. Aber es ist super komplex und für ein Startup eigentlich überhaupt nicht anwendbar. Unternehmen müssen in der Regel 2 Jahre bereits am Markt sein
um eine Gemeinwohlbilanzierung überhaupt rückwirkend zu machen für die letzten 2 Jahre. Eine Gemeinwohlbilanzierung ist, wie gesagt, auch ein riesiger Akt, weil es ist halt nicht einfach Geld zählen, sondern es sind halt die qualitativen Werte, die nicht berechenbaren, vielleicht auch nicht messbaren Inhalte, die letztendlich nachher die Punkte ausmachen. Und da kam ich halt zu dem Entschluss, okay, in der Startup-Welt haben wir dieses Business Model Canvas, wer von euch kennt das? Business Model Canvas, auch ganz viele. Schaut sich aber nur die ökonomische Seite an, also wie ein Organisationsmodell Geld am Ende abwirft. Das ist ein tolles Strukturmodell, es ist rein ökonomisch, es ist natürlich flexibel einsetzbar und erneuerbar und man kann es auch kombinieren mit verschiedenen Vorgehensmodellen. Die meisten von euch kennen Design Thinking oder Lean Startup oder sonst was an Hokus Pokus. Und die Idee ist jetzt, und in diesem Entwicklungsteam war ich, wir haben ein Jahr lang dann dieses Economist Business Model Canvas entwickelt, EcoGood Business Canvas, wo es darum geht, wie können wir das eigentlich Gemeinwohl und das gute Leben in den Mittelpunkt stellen und eben nicht nur die Wirtschaft, sondern das gleichberechtigt oder sogar im Vorgängermodell übergeordnet sehen. Ne, unser Canvas ist Creative Commons lizenziert, es ist basiert auf den Universalwerten dieser Bewegung, es ist letztendlich ein Abbild dieser Bewegung. Und es hilft dafür, eben auch letztendlich die Bilanzierung vorzubereiten. Und ja, und mit dem Arbeiten, letztendlich sehen wir gleich 2 Beispiele, aber leer sieht es so aus. Oben geht es um diese großartige Sinn und Vision, also letztendlich bei den ersten Feldern. Purpose, kennt ihr alle, ist mittlerweile unverzichtbar. Haben wir vorhin auch bei systemischer Innovation gehört. Dann, was sind die Schlüsselbedürfnisse, Wünsche und Probleme der verschiedenen Nutzergruppen? Das kann auch Planet sein, also the Planet-Centered Design. Also wer sind die Stimmen und Nicht-Stimmen-Menschen oder die Anspruchsgruppen, die Wünsche, Bedürfnisse haben in dieser Welt? Ja, die wir mit unserem Purpose, mit unserem Sinn, mit unserem Zweck des Organisationsmodells lösen wollen. Im Mittelfeld sehen wir dann nochmal die gesamten Berührungsgruppen. Und da geht es darum, was sind eigentlich die Wertschöpfung oder die Werte, die erwünschten Nutzen und Mehrwerte, die wir diesen Zielgruppen zur Verfügung stellen wollen. Also ganz klar in diese Zielgruppe, und dazu gehört auch eben auch letztendlich Mitarbeitende, EigentümerInnen, LieferantInnen, Kundinnen und Mitunternehmen und ganz wichtig am Anfang das gesellschaftliche Umfeld, also die Menschen. Und das letzte Feld summiert nochmal am Ende, was sind eigentlich die Fokusaktivitäten, ne, junge Projekte, Ideen, die ihr habt, könnt ihr quasi damit skizzieren. Was ist denn da im Fokus? Was ist eigentlich der Kernwert, wo wir anfangen überhaupt? Man kann ja nicht am Anfang alles machen. Am Ende stehen natürlich Einnahmen und Ausgaben nochmal da. Das ist einfach nur übernommen vom klassischen Canvas. Das ist das Betriebswirtschaftliche. Immer mit der Brille dieser 4 Werte. Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Und dann gibt es noch ein Fazit. Letztendlich soll es ja nicht quasi die Einnahmen rausfallen, sondern am Ende der Gemeinwohlbeitrag. Also die Idee ist es, dass diese Zebra-Startups und Unternehmen ja den Wirkung oder den Impact maximieren wollen, also wirkungsorientiert handeln wollen und eben nicht nur profitmaximierend. Genau, und das ist so das Canvas und letztendlich kann man hier nochmal abhaken, die Felder, wo man besonders gut drin ist. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in die Praxis. Und dann würde ich sagen, lieber Nico, Retail, wie macht ihr das denn mit dem Gemeinwohl? Hi. Herzlichen Dank. Das aus. Willst du mich verarschen? Ich erzähle euch jetzt so eine Mischung sozusagen. Ne? Die eine Hälfte ist quasi, oder der eine Teil ist Retail, aber am Beispiel eben von diesem Canvas, wie wir damit gearbeitet haben. Grundsätzlich starten wir immer hier oben und das ist tatsächlich für Retail auch der, ich würde fast sagen, der wichtigste Bereich. Du hast eben gesagt, Daniel, Henne, kannst du nochmal bei dem Canvas bleiben? Purpose ist unverzichtbar. Ich spreche aber mit so vielen Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, der Purpose ist gar nicht so klar. Also wenn, als wir damals gegründet haben oder die Dinge, die da oben jetzt stehen, ne, die ersten 3 Sachen, die da stehen, heißen Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, Beispielunternehmen sein und Lobbyarbeit, beziehungsweise Lobbyarbeit für die gute Sache, schreibe ich da sonst auch oft. Da steht nirgendwo ein erfolgreiches Mobilfunkunternehmen haben, ne? Weil das ist nicht das, was wir machen wollten ursprünglich. Wir Gründenden erzähle ich gleich immer ein bisschen mehr zu, wir kommen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Wir haben Retail gegründet, weil wir ein Unternehmen haben wollten, mit dem wir Power entwickeln können, um genau diese Dinge zu erreichen. Ne? Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit erreichen, das ist das, was bei uns im Herzen steckt. Beispielunternehmen sein für andere Unternehmen, die sich dann an Konzepten, die wir ausprobieren, orientieren können und Lobbyarbeit machen in Richtung Politik und Gesellschaft. Das ist das, was wir wollten und alles andere kommt danach. Und Retail ist
im Grunde das Fahrzeug, was wir fahren, um diese Dinge zu erreichen. So, ne? Es geht nie eigentlich um den Mobilfunk an sich, sondern um diese drei Dinge geht es. So. Und da genau, gehe ich jetzt noch ein bisschen mehr im Detail ein. Und wir kommen immer wieder auf das Canvas auch zurück. Genau, kannst du mal jetzt weitergehen. Das erste Ding ist, Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen. Ich habe vorhin gesagt, wir kommen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Ich selber bin Physiker eigentlich, habe promoviert im Bereich Solarenergie, habe da Forschungsarbeit gemacht an hocheffizienten Solarzellen, einen Postdoc gemacht und mir irgendwann die Frage gestellt, ist das eigentlich, ist das die Stelle, wo ich dem Klimawandel gerade am meisten entgegensetzen kann? So, ne, kann man jetzt sagen, Solarenergieforschung ist schon mal nicht verkehrt, aber jetzt vereinfacht und platt gesagt, wir haben günstige Solarenergie, wir haben günstige Windenergie, wir müssten das nur noch mehr machen. Ne, also was ist das, was uns daran hindert, das noch mehr zu machen? Und da kann man sagen, hey, gehen wir in die Politik, haben wir auch viel diskutiert, ob wir eigentlich in die Politik gehen sollen. Und dann sind wir aber zu dem Schluss gekommen, eigentlich müssen wir versuchen, noch mehr Menschen für dieses Thema zu begeistern, Nachhaltigkeit in einen positiven Zusammenhang setzen. Und das vielleicht über ein Produkt. Und dann irgendwann kam, also ne, wir saßen Wochen zusammen und haben viel diskutiert und irgendwann kam dieses Produkt Mobilfunk rein und wir haben gedacht, hey, das ist es. Also A, da gibt es noch niemanden, der das konsequent und gut macht in unseren Augen. Und B, über das Produkt Mobilfunk lassen sich wahnsinnig viele Menschen erreichen, weil das jeder nutzt. Genau. Und so kam es dann am Ende zu, dass wir einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter gegründet haben. Genau. Ne, also die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Es gibt ja immer mehr nachhaltige Produkte, konsequent nachhaltige Produkte, GLS, El Natura, Banking, Lebensmittel, Mailing. Das sind ja alles Bereiche, die so Stück für Stück abgegrast werden. Andi, einer unserer Mitgründer, war, hier steht jetzt Shift, aber Fairphone gibt es natürlich auch, beim ersten Fairphone Crowdfunding dabei und hat sich damals schon gedacht, was ist denn jetzt der Mobilfunkanbieter, mit dem ich das Ganze betreibe? So, und hat nichts Adäquates gefunden. Über den kam dann die Idee rein. Dann haben wir gesagt, okay, dieser Wandel, der ja gerade in vielen Bereichen stattfindet, den wollen wir jetzt in die Mobilfunk-Tarifwelt bringen. Genau. Und jetzt so ein bisschen, was machen wir da? Und da, du kannst mal kurz rauszoomen. Da gehen wir jetzt im Grunde aus diesem Visionsbereich kurz raus und gehen in die Berührungsgruppen rein. Ne? Also all diese Eigenschaften, die jetzt unser Mobilfunkprodukt hat, die haben natürlich was zu tun mit den Menschen, die das am Ende nutzen. Also Kundinnen und Kunden, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber genau, da komme ich dann gleich nochmal zu. Also der erste Punkt, was uns ganz wichtig ist, ist, wenn man ein nachhaltiges Produkt hat, dann soll man nicht das Gefühl haben, okay, es ist nachhaltig, aber dafür muss ich halt auf Qualität verzichten. Ne? Das heißt, wir nutzen das D-Netz, also das Netz der deutschen Vodafone und machen Service von Mensch zu Mensch. Das ist tatsächlich vielleicht einer der spannendsten Punkte, obwohl das einfach klingt. 90% der Menschen, die uns anrufen und haben direkt einen Menschen am Telefon, sind total irritiert, weil sie das nicht kennen von ihrem Mobil. Also denkt mal zurück an den letzten Kontakt mit eurem Mobilfunkanbieter. Na, also ich weiß nicht, was die Durchschnittszeit ist, aber ich würde mal sagen, unter 15 Sekunden, dass da irgendjemand am Telefon ist und will einem wirklich helfen und nimmt einen ernst. Das ist tatsächlich der Grund, warum uns Menschen weiterempfehlen. Ne? Also wegen Klimaschutz kommen Menschen zu uns, Service von Mensch zu Mensch ist, glaube ich, das, warum Menschen nachher von uns erzählen. Genau, also gute Qualität wollen wir liefern. Das hat natürlich jetzt eine Berührungsgruppe Kundinnen. Berührungsgruppe gesellschaftliches Umfeld. Wir wollen ein mindestens klimaneutrales Produkt machen. Ne? Das heißt, wir kompensieren den Netzbetrieb. Man kann das quantifizieren, wie viele Emissionen geht denn eigentlich drauf für die Mobilfunknutzung. Und das ist mehr als 50% der Emissionen, die man braucht für seine Handynutzung, ist der Netzbetrieb und die Server. Und die, also ne, Dinge, worauf man keinen Zugriff hat eigentlich. Man kann das Handy mit Ökostrom laden und dann hat man sozusagen 9% der Mobilfunknutzung, die hat man dann mit Ökostrom betrieben. Aber der ganze Netzbetrieb dahinter ist das Größte. Da hat man eigentlich keinen Zugriff drauf. Und das, was wir machen, ist Kompensation. Könnten wir jetzt viel darüber erzählen. Wir glauben, wir haben da einen guten Weg gefunden. Was aber die Energiewende in Deutschland wirklich vorantreibt, und das ist ja das, wo wir herkommen, ne, Solarenergieforschung, ist, wenn man neue Anlagen in Deutschland zubaut und wir bauen in Deutschland Anlagen, die mehr Ökostrom produzieren, als alle unsere Kundinnen brauchen für ihre Telefonie. Also ne, damit ist man nicht klimaneutral, aber damit hat man die Energiewende in Deutschland wirklich vorangebracht. Und das geht jetzt in den Punkt gesellschaftliches Umfeld sozusagen. Datenschutz ist ein ganz wichtiges Thema, was über dieses Mobilfunkprodukt mit reinkam, wo wir sagen, wir verkaufen keine Daten weiter. Das ist was im Mobilfunk gang und gäbe ist. Monetarisierung von Daten gibt es bei uns nicht. Trennung von Stammdaten und Teilen der Verkehrsdaten, da könnte man jetzt weiter ins Detail gehen. Können wir vielleicht auch nachher noch, gehe ich jetzt aber erstmal drüber. Und dann wieder, was für die Kundin total relevant ist, ist, dass wir monatlich kündbare Verträge anbieten und zwar nur. Und das
klingt jetzt auch erstmal super simpel, aber wir haben am Anfang viel über Kooperationen im Mobilfunk geredet und 80% der Mobilfunkunternehmen haben aufgehört, mit uns zu reden, als wir gesagt haben, wir wollen nur monatlich kündbare Verträge. Weil das ist nicht das Modell, was die fahren. Ne? Die wollen Hardware verkaufen und Verträge, Langfristverträge verkaufen, wo, also ne, ist jetzt ein bisschen über den Kamm geschoren, auch nicht alle, aber viele setzen natürlich total darauf, dass die Leute dann eine Kündigung vergessen und weiter da drin hängen. Das ist nicht das, was wir vorhaben. Und die Verstärkeroption, die ist relativ neu. Das ist so eine Art Soli-Modell, wo Leute, die mehr bezahlen können, mehr bezahlen und Leute, die vielleicht weniger Geld haben, können einfach für ihre Tarife weniger bezahlen. Und das ist ne, auch sowas, findet man jetzt nicht überall, aber ist uns total wichtig, dass es so eine Möglichkeit gibt, so Mobilfunk anders gedacht. Genau, ansonsten sind wir ein ganz normaler Mobilfunkanbieter. Ne? Also ich werde regelmäßig nach Vortragen gefragt, als ich diese Folie noch nicht hatte, und was bietet ihr nochmal genau an? Seitdem habe ich diese Folie, damit man noch einmal ne, diese klassische Mobilfunkwelt, es gibt unterschiedliche Tarife, man hat verschiedenen Datenverbrauch und hat verschiedenes Geld, was man dafür bezahlt. So, dann ist das zumindest einmal klar. Genau, wir sind jetzt seit 2 Jahren am Markt, das ist jetzt eigentlich ein Gift, da füllen sich die ganzen Bilder, wo wir Kunden haben, fragen mich auch viele Leute, seid ihr jetzt eigentlich nur so in Freiburg? Nein, wir sind komplett über, also ne, natürlich kann man das überall in Deutschland und weltweit nutzen. Aber wir haben Kunden mittlerweile auch über ganz Deutschland verteilt, 10.600 Unternehmen. Und das, was ich vorhin schon angedeutet habe, 99% der Kundinnen sind sehr zufrieden mit uns. Und ne, hier sind ein paar Unternehmen, die ihr auch schon kennt. Also die Nachhaltigkeitswelt ist auf jeden Fall in Teilen schon ganz gut bei uns versammelt. Womit ich sagen würde, diesen Bereich Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, da können wir noch viel mehr. Also ne, wir stecken noch ganz schön in der Nachhaltigkeitsbubble drin, da wollen wir auch raus. Aber für den Start sind wir da erstmal ganz gut unterwegs, was diesen Teil unserer Vision oder Mission angeht. Genau, auch Verbände, BNB, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, das sind vielleicht alles Dinge, die Leute hier auch kennen. Beispielunternehmen sein. Das ist ein Teil, den hatten wir vielleicht, den hätten wir am Anfang nicht so formulieren können. Mittlerweile würde ich sagen, das ist der Bereich, wo wir fast am erfolgreichsten sind. Ich erzähle gleich von 2 Konzepten, 1 GWÖ und 1 Purpose. In Unternehmen, wenn man Unternehmen zum Handeln bewegen will, und das ist was, was wir schaffen müssen, wenn wir irgendwie diese Welt bewegen wollen, dann müssen wir Unternehmen zum Handeln bewegen. Dann sagen ganz viele UnternehmerInnen, sagen, wir haben Druck vom Markt, weil es Konkurrenten, Konkurrentinnen gibt. Und auf der anderen Seite gibt es immer das Argument, wir haben Verantwortung gegenüber unseren MitarbeiterInnen. Wir können nicht einfach irgendwas ausprobieren, was am Ende nicht funktioniert. So, oder es ist schwierig. Schwieriger vielleicht noch für ein Unternehmen als für eine Privatperson. Und was immer hilft, ist, wenn es andere Unternehmen geben, die etwas ausprobiert haben und damit Erfolg haben. Und das ist was wir an echt verschiedenen Stellen versuchen zu machen. Wir nehmen uns Konzepte, ziehen die durch und hoffen, dass wir am Ende damit Erfolg haben. Und eins von diesen Konzepten ist jetzt muss man eins weitermachen, ob Gemeinwohlökonomie oder Purpose zuerst kommt. Genau, die Gemeinwohlökonomie. Also wir haben, obwohl wir relativ jung waren, noch haben wir diese Zertifizierung durchgezogen, haben also das ist ein langer Bericht, ne, 120 Seiten sind das bei uns, wo wir beschrieben haben in all diesen Bereichen, in diesen Werten für die einzelnen Kategorien, also wie ist es, weiß ich nicht, ne, was bei uns klar ist, wie sieht es eigentlich aus mit der ökologischen Nachhaltigkeit bei Kundinnen und Kunden oder im gesellschaftlichen Umfeld, da kommen wir her, das können wir easy schreiben, aber wie sieht es eigentlich aus mit Transparenz und Mitentscheidungen in der Lieferkette, das ist was, da hätten wir uns nicht inhärent vorher mit, das sieht man vielleicht auch, ne, 20%, 70% haben wir uns noch nicht so viel mit auseinandergesetzt. Und das ist aber was wir gelernt haben oder anfangen haben mit Entwicklung oder mit Ausarbeitung dieses Tools, was wir gesehen haben, womit wir uns auch beschäftigen wollen. Und wir sind ganz viel auf Veranstaltungen von der IHK zum Beispiel, ne, wo kein nachhaltiges Unternehmen sitzt, aber wo wir was erzählen, weil, naja, da sind Menschen, die sind prinzipiell ja interessiert, ne, die sagen sowas, ja, mein Unternehmen am Gemeinwohl ausrichten, das klingt eigentlich irgendwie ganz gut, aber wie mache ich das denn? So, ne, und es braucht Unternehmen, die da erzählen können aus der Praxis und sagen können, so kann man es machen. Genau, und ein zweites Konzept, was noch nicht so viele Leute kennen, Purpose-Verantwortungseigentum, wer kennt das? Ja, doch, okay. Gut informiertes Publikum, super. Genau, also wir haben Purpose bei uns auch umgesetzt jetzt vor 4 Monaten, haben also Retail ins Verantwortungseigentum übergeben und es gibt 2 Prinzipien. Das eine ist, Entscheidungen werden nur noch von Mitarbeitenden getroffen. Also man kann keine Anteile mehr rausgeben. Und das klingt auch erstmal sehr plausibel, aber in, ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Unternehmen ist das anderes. Ne? Also da haben Investoren irgendwelche Anteile und haben damit Einfluss im Unternehmen. Das geht bei Purpose-Unternehmen nicht mehr. Nur noch Mitarbeitende können Stimmanteile haben. Und der zweite relevante Punkt ist, dass alle Gewinne im Unternehmen bleiben und nicht mehr privatisiert
werden können. Also ne, wir als Gründungsteam, wir haben 100% aller Anteile von WeTel und auch noch 100% der Stimmrechte, aber das Ding gehört jetzt sich selbst. Wir können da nichts mehr rausziehen, und selbst wenn die Nummer groß wird. Und das ist natürlich für Kundinnen und Kunden mega cool, weil sie wissen, all das Geld, was ich da bezahle, und ne, es gibt günstigere Anbieter, das ist so, aber all das, was da reingeht, dient am Ende der Nachhaltigkeit, weil das ist unser Unternehmenszweck. Genau, und das ist auch ein Konzept, zu dem wir ganz viel erzählen an anderen Stellen. Also ne, unter diesem Stichwort Beispielunternehmen sein, GWÖ und Purpose, das sind die Konzepte, die wir da ganz stark mit nach außen tragen auch. Und das können, weil wir es selber umgesetzt haben. Genau, und zum nächsten Konzept Lobbyarbeit, Lobbyismus für die gute Sache. Ich habe um 16.30 Uhr nochmal einen Vortrag hier, da erzähle ich das nochmal ausführlicher. Jetzt nicht alles jetzt schon verraten, nee, aber jetzt gibt es ja auch ein anderes Thema. Ne? Also das, was ich deutlich machen wollte, WeTel zeigt, dass ein anderes Wirtschaften möglich ist. Und all das, also ich habe jetzt die Gesamtmatrix gezeigt, ne, aber all das, die Essenz, die findet ihr in diesem Business Model Canvas. Da kann man es viel einfacher als junges Unternehmen oder auch wenn man eine Idee hat, kann man die darauf abklopfen, kann dieses Canvas ausfüllen und kriegt klar, okay, an welcher Stelle und wem gegenüber kann denn das Business Model, was ich da gerade aufsetze, dem Gemeinwohl etwas bringen. Genau, so viel jetzt erstmal für den Start von mir. Wir haben es so aufgebaut, dass es jetzt auch eine Fragerunde gibt zu den Dingen und die, also du kannst auch mal runterscrollen gleich zu den Fragen, sind ganz links unten. Die, also ich hab gleich noch Fragen, bei denen ich echt gerne Input hätte von euch, aber erstmal habt ihr Verständnisfragen oder gibt es Fragen zu WeTel oder zu dem, was ich erzählt habe? Bitte. Ah, super. Okay. Ja, gerne. Dann wird es nur nicht mit aufgenommen. Ich glaube, das ist das Thema. Ich werde es wiederholen dann. Ist das okay? Ich wiederhole die Fragen dann gerne. Ja. Ich wollte nur fragen, inwiefern ihr jetzt auch mit den zwei irgendwie nochmal im Gespräch seid. Weil ich meine, das eine ist ja der Strom, die massive Infrastruktur, die ihr da benutzt, ähnlich wie bei Ecosia. Ja. Was gibt es da für ein Anliegen, sage ich mal, mit diesem Anbieter zusammen zu sagen, okay, was heißt eigentlich bei dieser verdammten Infrastruktur nach? Ja, genau. Also die Frage war, wie ihr mit Vodafone von eurem Infrastrukturanbieter wieder mit denen das auch durchsetzt, ob ihr mit denen kommuniziert. Also wir sind mit denen immer wieder in Kontakt, auf jeden Fall auch zu diesen Nachhaltigkeitsthemen. Ganz am Start, als wir eingestiegen sind, da waren wir relativ eng. Tatsächlich ist es so, ne, wir haben jetzt 10.000 Kunden, das ist für uns irgendwie cool, weil das Modell funktioniert. Ich glaube, bis die Vodafone tatsächlich auf uns wahnsinnig anspringt, also im direkten Austausch müssen wir noch eine ganze Ecke größer werden. So ist das einfach. Aber in diesem Mobilfunk-Kontext, der Name WeTel ist da schon bekannt. Also, ne, dass wir das anders machen und dass sich das trägt, das hat da auf jeden Fall die Runde gemacht. Also, ne, dass Nachhaltigkeitsthemen eine Rolle spielen. Die Vodafone tut ja auch das eine oder andere in dem Bereich. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht nicht konsequent genug, wenn man von der Seite kommt. Genau. Aber also ich sage jetzt mal, den Austausch, den ich mir wünsche, den haben wir noch nicht. Ja, das kann man sicher sagen. Weitere Fragen, ja. Ich versuche es doch hochzubringen, sonst setze ich falsch. Danke. Hallo, ich bin Markus. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, welche Rechtsform habt ihr? Und wenn ihr nicht gemeinnützig seid, warum habt ihr euch dagegen entschieden? Und das zweite ist, wie geht ihr mit Transparenz um? Habt ihr alle eure Einnahmen, Ausgaben irgendwie im Rahmen von Transparenzreports online? Wie viel Wirkung habt ihr tatsächlich schon gehabt? Ist das nachvollziehbar für Kunden und Außenstehende? Ja, ich starte mit Frage 1. Also wir sind eine GmbH. Wir haben uns damals in der Gründung dafür entschieden, erstmal eine GmbH zu werden und nicht, also eine Genossenschaft haben wir diskutiert, ne, aber das war uns für den Start zu komplex und sind bei GmbH geblieben. Und im Grunde war es dann relativ früh, sind wir mit Ecosia in Kontakt gekommen und haben Purpose kennengelernt und haben dann gedacht, ja, das ist ja für uns ideal. Ne? Also im Grunde passen unsere Ideale genau auf dieses Konzept. Dann hat's, also ne, wir haben damals entschieden, dass wir Purpose werden. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir dann jetzt schlussendlich vor einem halben Jahr Purpose wurden. Aber damit waren wir im Grunde zufrieden, dass wir gesagt haben, wir sind dann Purpose GmbH. Es ist in unseren Augen auch durchaus
okay, Gewinne zu machen, wenn man die dann in einem nachhaltigen Sinne einsetzt. So, ne? Also ganz ja, im Grunde ähnlich, wie Kose das macht. Genau, Transparenz spielt für uns eine Riesenrolle. Also ne, dieser 120 Seiten GWÖ-Bericht, das ist, Transparenz ist einer der wichtigsten Gründe, warum wir das machen. Also einmal Unternehmensentwicklung, ne, wie ich eben gesagt habe, wir lernen von den Dingen. Und wir wollen aber auch einmal oder wollten einmal ausführlich beschreiben, was sind die Dinge, die wir machen. Wirkung, ne, also hat jetzt viele Dimensionen. Eine in dem Klimaschutzbereich zum Beispiel, da haben wir, das sind schon Anlagen, die wir da bauen, größerer Größenordnung. Ne? Also das ist was, das kann man sehen und anfassen. Wir würden auch immer, ich meine, es gibt natürlich, ne, als GmbH gibt es einen Bericht, was wir so für was ausgeben, in groben Arten auf jeden Fall. Darüber hinaus wurden wir bisher noch nicht so viel angefragt. Also wenn du das noch weiter spezifizierst, also ne, wir haben bisher keine Gehaltstransparenz, die wir nach außen legen zum Beispiel. Das ist das was wir immer wieder diskutieren, ob wir das machen. Da fahren wir schon aber auch nach dem Motto Schritt für Schritt. Ja. Was ich bei den meisten Leuten, ne, bei Podcasts oder Vorträgen oder so, sind immer die Fragen, gibt es was ich dich nicht fragen soll, Nico? Und dann sage ich immer, nee, sondern frag alles und ich werde auch alles irgendwie beantworten. Also auch im Zweifel, wenn wir noch nicht alles nach außen gegeben haben, ich glaube, es gibt eine sehr große Offenheit, das zu tun. Ja. Genau, zumindest erinnere ich mich an die eine Grafik-Kuchen-Chart, wie ihr euer Geld ausgibt zum Beispiel. Aber die Gemeinnützigkeit war noch die Frage, warum seid ihr nicht gemeinnützig? Und ich glaube, das liegt vermutlich daran, dass Mobilfunk keine gemeinnützige Dienstleistung sein kann in Deutschland, weil es keine karikative, wohltätige Tätigkeit hat. Ne? Also Dienstleister, es gibt 44 Kategorien, wie man gemeinnützig werden kann, zumindest nach Steuern- und Abgabeordnung. Und Mobilfunk ist keine Grundleistung. So würde ich es halt argumentieren. Aber ich weiß nicht, warum ihr keine Gemeinnützigkeit anstrebt oder habt. In der Ausführlichkeit haben wir uns damit ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Also ne, wir haben dieses Purpose-Konzept gefunden und fanden das so hervorragend, auch die Community, die sich darum gebildet hat, an Unternehmen, die das macht, ne, auch mit der Idee, das Ganze zu einer Rechtsform zu bringen, wo wir auch stark hinterher sind, wo wir dran glauben, wenn das passiert, da wird sich oder kann sich in der Wirtschaftswelt in Deutschland, gerade was Gründungen angeht, noch mal ganz viel tun, weil sich viel mehr Leute damit auskennen lernen. Und das versuchen wir mit zu pushen. Ja. Genau, wir hätten noch Zeit für eine Frage und ich würde hier vorne, danke. Und dann würden wir zum zweiten Teil gehen und danach haben wir nochmal Diskussion. Dankeschön. Hi, ich bin Lena. Meine Frage ist, ob du nochmal ein bisschen mehr auf die Solaranlagen eingehen könntest, die ihr baut, weil das ja euer Main Claim ist, so wie ich das verstanden habe, um ökologisch auch nachhaltig zu sein. Das kann ich. Also genau, das ist auf jeden Fall Teil dieses Dings. Ne? Man könnte ganz den Bereich Klimaschutz, auch bei uns, kann man nicht auf die Solaranlagen reduzieren. Ne? Wir sind, weiß nicht, mit Greenpeace, Green Planet Energy heißen die mittlerweile, sind wir dabei, ein Klimaschutzkonzept zu entwickeln, wie man über den Bau von Solaranlagen tatsächlich klimaneutral werden kann. So, wir diskutieren jetzt gerade, ob wir den Prozess in Lützerath unterstützen, indem wir Unternehmen zusammentrommeln, da gegen Kohlebergbau zu demonstrieren. Also ne, wirksam sein ist im Bereich Klimaschutz ist ein Riesending, aber genau, die Solaranlagen sind ein Riesending. 570 Kilowatt Peak sind die, ich weiß nicht, inwieweit du aus der Welt kommst, sind die Anlagen, die wir da gebaut haben. Das sind, ich glaube, sowas wie 60 Vier-Personen-Haushalte, die man damit versorgen kann. Das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Also wären wir in der Zeit, die wir Retail gemacht haben, von Tür zu Tür gegangen und hätten geklingelt und gesagt, baut mal eine Solaranlage auf euer Dach, wären wir vermutlich erfolgreicher gewesen, was die Solaranlagen allein angegangen wäre. Aber dann wäre dieses Unternehmen und diese Konfrontation mit dem Thema Nachhaltigkeit, die wäre dann so nicht entstanden. Genau, das ist so viel wie die ersten 10.000 Kunden, da sind wir ja jetzt, brauchen. Und jetzt gerade sind wir wieder in der Diskussion und sprechen mit Menschen, mit verschiedenen Menschen. Ich lache Daniel gerade so an, weil er einer der Menschen ist und denken darüber nach, hey, wo gibt es zum Beispiel Einrichtungen, die sagen, wir hätten gerne eine Solaranlage auf dem Dach, wir haben aber vielleicht auch das Know-how nicht, die da zu bauen, ne, oder die Finanzen nicht, wo wir dann sagen, das ist doch cool, dann können wir da vielleicht zusammenkommen oder mit der Caritas sprechen wir, wo es vielleicht Einrichtungen gibt, die das selber wollen, auch selber nutzen könnten, aber ihnen fehlt die Kompetenz oder der Anreiz. Und so versuchen wir an Stellen dafür zu sorgen, dass mehr Solar gebaut wird. Und jetzt für die nächsten 10.000 Kunden und genau, dann Stück für Stück immer so weiter. Ah, das ist in Kooperation, also die ersten Solaranlagen haben wir gebaut in Kooperation mit Naturstrom und der GLS und Ecosia. Also formal haben Ecosia und wir und noch andere haben eine eigene Gesellschaft gegründet dafür, die baut. Der Strom wird vertrieben über Naturstrom, finanziert ist es mit von der GLS. Genau, es ist so ein Konsortium, die das formal dann
organisiert. Ja. Genau. Prima, würde ich sagen, wir gucken uns ein zweites Beispiel an. Danke. Vielen Dank, Nico. Genau, Ludwig. Ja, danke schön. Super beeindruckend. Ich sehe das jetzt auch alles zum ersten Mal, obwohl wir beide mit Daniel zusammen den gleichen Prozess nacheinander gemacht haben und uns da auch quasi gefunden haben über diesen Weg. Freue mich total, dieses Beispiel zu sehen. Man kann ja Sozialunternehmertum oder Gemeinwohlorientierung auch auf verschiedenen Wegen erreichen und wir haben tatsächlich einen anderen Weg gewählt. Wenn ich vielleicht mal einfach in die wichtigsten, so die Basics reingehe, dann kann ich sagen, na, wir sind halt kein Purpose-Unternehmen, wir sind eine Genossenschaft. Genossenschaften zeichnen sich aber, so wie Purpose-Unternehmen auch, eigentlich durch die gleichen Eigenschaften aus. Das Unternehmen gehört sich selber, beziehungsweise gehört eben denjenigen, die als Genossen in dieser Genossenschaft sind. Das sind bei uns automatisch die Mitarbeitenden, die in der Mitarbeiterversammlung mitbestimmen, wer denn Vorstand ist, wer im Aufsichtsrat sitzen kann, etc. Das sind aber eben auch Kundinnen, Nutzerinnen von uns, Kooperationspartner von uns, die dann darüber entscheiden. Und wir schütten auch keine Gewinne aus. Eine Genossenschaft ist dazu da, den Nutzen für ihre Mitglieder zu maximieren und eben nicht die Gewinne für ihre Anteilseigner. Die Genossenschaftseinlagen werden nicht verzinst, das heißt, da verdient niemand was dran, es kann niemand was ausschütten, also niemand außerhalb von WeChange kann sich daran bereichern, alles wird reinvestiert in das, was wir tun. Und was tun wir? Wir bauen Community-Portale. Eins davon ist das WeChange.de, das kennen vielleicht einige, das wurde eben schon mal aufgezeigt, was mich noch interessieren würde, wie viele haben denn WeChange.de auch schon mal selbst genutzt? Genau, alle das begrüße ich natürlich sehr, alle, die es noch nicht genutzt haben, sind herzlich dazu eingeladen, das mal zu tun. Man kann sich da kostenlos registrieren, es kostet gar nichts, ihr könnt euch einfach anmelden und von all diesen Tools, die wir da integrieren, Gebrauch machen. Und was haben wir da integriert? Also wir haben tatsächlich sehr viel integriert und versuchen auch immer mehr zu integrieren. Ihr findet da drin einen Kalender, Terminfindung, Umfragen, Abstimmungen, einen Chat, der integriert ist, alle Möglichkeiten zur Online-Zusammenarbeit über Etherpads und Ethercalc und gemeinsam bearbeitbare Dokumente, eine Cloud-Ordner-Struktur, einen Neuigkeiten-Stream, ihr könnt selber Neuigkeiten posten, die können dann alle lesen. Ihr könnt euch da drin vernetzen, ihr könnt Videokonferenzen machen, ihr könnt eure Aufgaben darüber organisieren. Und das ist natürlich alles, das behaupten ja alle anderen von sich auch, ist ja klar, alle können alles. Wir sind sozusagen ein bisschen wie das Google-Universum, aber halt ohne Google. Und was heißt das ohne Google? Das heißt im Endeffekt, wir versuchen, bewährte Open-Source-Lösungen da drin zusammenzubringen und die auf eine Art und Weise zusammenzubringen, dass du als Nutzerin, du als Nutzer, dass du da reingehst und alles, was du brauchst, an einem Ort vorfindest und so miteinander integriert, dass du das schlüssig nutzen kannst, ohne jeweils Medienbrüche in Kauf nehmen zu müssen, ohne, also jedenfalls keine unnötigen, dass du dich irgendwo wieder ausloggen, woanders wieder einloggen musst. Das entfällt bei uns, du loggst dich einmal ein und dann hast du all die Tools an einem Ort. Und an einem Ort heißt, je nachdem, an welchem Ort oder mit wem du an was arbeitest, ist das auch ein anderer Ort. Also du loggst dich ein, gehst in dein Projekt oder in deine Gruppe und dann findest du da alle Mitglieder, die auch da sind, die dazu gehören. So wie in einem Slack Workspace oder in einem Google Drive Ordner. Alles, was jeweils zu diesem Arbeitsumfeld gehört, zu diesem Arbeitskontext, wo du zusammenwirkst, findest du dann an genau der gleichen Stelle. Da kannst du dann die Leute anschreiben über den Chat, du kannst mit ihnen an Dokumenten arbeiten und so weiter und weißt aber auch, alle, die da sind, sind die richtigen, alle, die nicht da sind, gehören da auch nicht rein, weil du hast sie nicht eingeladen. Und das machen wir auf unserem eigenen Portal, WeChange.de, das machen wir aber auch als Lösung für Kunden, für Kundinnen. Das sind dann teilweise Verbände, Vereine. Das ist hier ein Alumni-Netzwerk für die Böll-Stiftung zum Beispiel, haben wir gebaut, wo sich die ganzen Alumnis darüber organisieren. Wir haben ein riesiges Jugendaustauschportal für den deutsch-internationalen Jugendaustausch gebaut, wo es sehr viel mit Videokonferenzen gearbeitet wird, jetzt gerade während der Corona-Krise.
ist das entstanden. Wir haben Portale für Bürgerbeteiligung, wie zum Beispiel für die gesamte Kiel-Region, installiert, wo dann wirklich auch Gemeinden, Gemeindeverwaltungen mit den Bürgerinnen gemeinsam an Themen arbeiten, die Bürgerinnen aber auch in der Lage sind, sich darüber ihre eigenen Projekte selbst organisiert aufzusetzen. Das nur mal so als Auszug. Insgesamt 18 Portale haben wir gerade. Die Scientists for Future sind letztes Jahr dazugekommen zum Beispiel. Also es sind spannende Partner dabei, die mit uns arbeiten und für die wir dieses Portal, diese Portallösung optimieren. Um da noch ein paar Zahlen dran zu hängen, wir haben aktuell über 100.000, 113.000 aktive Nutzerinnen, die wir damit versorgen und die darin zusammenarbeiten. Und allein die Hälfte davon, 55.000, sind auf unserem eigenen Portal wechange.de. Sie arbeiten da in 17.000 Gruppen und Projekten zusammen. Was kann ich noch dazu sagen? Wir sind eine Genossenschaft. Wir waren aber natürlich nicht immer eine. Wir hatten ein Portal, das war die Wachstumswende. Aus der ist das alles entstanden. Das war sozusagen der Nukleus. Dieses Portal ist bis heute das kleinste Portal geblieben und die tragen am allerwenigsten zu unserem Geschäftsmodell bei. Und ich sage das deswegen, weil ich das total spannend finde, dass dieser Nukleus, also ich verstehe das wirklich wie so ein Samenkorn, das ist halt aufgegangen. Und dieses Samenkorn, das hat halt nur das reingetragen, was notwendig war, um diese Saat aufgehen zu lassen. Was danach kommt, hat ganz viel Ressourcen von außen gebraucht. Es sind ganz viele neue Pflanzen entstanden. Es ist ein ganzes Universum entstanden, was über diese Wachstumswende weit hinausgeht. Und ich finde es total großartig. Also diese Art von Skalierung, das ist keine lineare Skalierung. Das ist so wie, du säst Samenkörner aus und du kannst im nächsten Herbst ein ganzes Feld voller Samenkörner ernten. Genau, wir haben auch einige, ne, wenn man jetzt so unsere Wertelandschaft anguckt, in der Bits und Bäume heißt es ja gemeinsam, gerecht und global. Ja, wir machen das auch natürlich so gut, wie es irgendwie geht, gemeinsam, gerecht und global. Und da komme ich dann gleich nochmal drauf, was das für uns dann heißt. Wir sind an einigen dieser Verbände angeschlossen, haben uns also der Open-Source-Bewegung natürlich zugeschrieben, Public Money, Public Code, den Entrepreneurs for Future, Send e.V. ist ja auch schon genannt worden. Und wir haben eben jetzt mit Daniel zusammen dieses Eco-Good-Business Canvas ausgefüllt, weil wir auch mit der Gemeinwohlökonomie noch enger zusammenrücken wollen. Wir haben die Gemeinwohlorientierung bei uns in der Satzung verankert. Das steht da schon immer drin seit der Gründung, dass wir Gemeinwohlorientierung als unseren Wesenskern sehen. Aber wir haben das nie nach außen nachvollziehbar, belegbar gemacht bis jetzt. Und mit dem Eco-Good Canvas, so wie Daniel das beschrieben hat, haben wir sozusagen einen ersten Schritt gemacht in diese Richtung. Dieser erste Schritt, der sieht dann so aus, dass wir eben ausgefüllt haben, was ist eigentlich Sinn und Vision bei uns? Und wir haben gemerkt, naja, wir sind schon relativ breit aufgestellt inzwischen. Wir haben eben wechange.de, das trägt, wenn man so will, am meisten zu unserer Vision bei. Das ist das große Portal, von dem wir ausgehen. Damit sind wir ein Katalysator für den gesellschaftlichen Wandel. Wir befähigen Leute, miteinander zu arbeiten, Synergien zu heben, ohne dabei auf Tools angewiesen zu sein, die selber wieder schädlicher sind als der Nutzen, den sie erreichen wollen. Wir haben aber auch noch einen anderen Teil, der uns resilient macht. Das sind die ganzen Kundenportale und diese Dienste, die wir anbieten, Software-as-a-Service-Dienste. Wir haben ein digitales Tagungshaus. Wir haben jetzt inzwischen neu den Mitwirkomaten, wenn den jemand kennt. Ist bei uns unter dem Dach, wo wir Engagement, Willige und gemeinnützige Organisationen zusammenbringen, jeweils vor Ort und gucken, was mit wem matcht. Und wir haben uns auf dieser Ebene des Wie, jetzt geht hier das Licht aus. Jetzt kommt die Dramatik, genau. Jetzt kommt es auf die Ebene des Wie, wie machen wir das? Wir nutzen nicht kommerzielle Open Source Tools und setzen auf Nutzenmaximierung statt Profitmaximierung. Dann haben wir noch einen weiteren Bereich, ich blende den jetzt heute ein bisschen aus, obwohl das Thema natürlich total heiß ist, nämlich zivilgesellschaftliche Vernetzung in den osteuropäischen Partnerregionen. Wir haben viele Mitarbeitende bei uns gehabt aus der Ukraine und aus Russland. Inzwischen hat sich das Feld tatsächlich sehr
entzerrt. Es ist total schwierig geworden, in diesem Bereich zu arbeiten. Wir geben da nicht auf. Wir machen auch weiterhin Konferenzen für die zivilgesellschaftliche Vernetzung, weil wir denken, dass da unbedingt eine Veränderung herbeigeführt werden muss, wieder zum Positiven. Das ist aber ein ganz eigenes Geschäftsfeld. Da arbeiten wir mit dem Auswärtigen Amt zusammen, kriegen sozusagen Fördergelder, um Projekte durchzuführen. Und da spielt unsere Software nur einen kleinen Teil damit rein. Wir machen aber tatsächlich auch sehr viel mit einem eigenen Portal, das nennt sich Civil Society Corporation, worüber dann Vernetzung in der Zivilgesellschaft genau in diesen Regionen passieren soll. Welche Schlüsselbedürfnisse gehen wir damit an? Das sind für die Transformation natürlich, die Gemeinwohlorientierung, Synergien heben, das Online-Zusammenarbeiten, alles an einem Platz vorfinden, asynchron und in Echtzeit. Also eben nicht so wie hier Bits und Bäume, alle kommen an einen Ort und hier muss man sich schnell mit allen unterhalten, sonst sind sie wieder weg, sondern ihr könnt euch auch in einem eigenen Projekt jetzt zusammenfinden und dann findet ihr euch da auch übermorgen noch wieder und könnt alles besprechen. Und mit den passenden Alternativen, nämlich Open-Source-Software, die DSGVO-konform in Deutschland und Europa gehostet ist und verlässlich, sicher und bezahlbar. Und das ist jetzt für uns ein Kern, den wir auch hier mit dem EcoGood Business Canvas nochmal rausgearbeitet haben. Was heißt es denn bezahlbar? Also wenn wir jetzt in die Kundengruppen reingehen, dann heißt es hier gesellschaftliches Umfeld, Kundinnen und Mitunternehmen. Ja, wir stiften denen einen Nutzen und sie sollen damit wirksam sein, das Ganze konzernfrei. So, und dann kommen wir in die Widersprüche, in die Widersprüchlichkeiten, die sich daraus ergeben. Wir nutzen freie Open-Source-Software und kuratieren die sozusagen, binden die ein bei uns in eine Arbeitslandschaft, in eine Arbeitsumgebung und Wirkungsumgebung. Und das macht uns ganz viel Arbeit. Wir brauchen also, um das bereitzustellen, brauchen wir ein Produktteam mit UX, UI, Designern, sehr viele Entwicklerinnen, Django-Entwicklerinnen. Wenn welche hier sind, die Django programmieren können, ihr seid herzlich willkommen. Wir brauchen auch mehr von denen. Und was wir aber auch brauchen, ist eine stabile und ausreichende Finanzierung, damit wir die eben auch dauerhaft an unserem Produkt weiterarbeiten lassen können. Und um das jetzt hier nochmal so schön auf den Punkt zu bringen, aus Produkten und Dienstleistungen haben wir drei verschiedene Einnahmestränge, wenn man so will. Das eine ist in der Mitte, wir verlangen faire Tarife, Lizenzen für die Portale und das digitale Tagungshaus, was wir unseren Portalkunden anbieten, dass die damit ihre Communities organisieren können. Das sind ungefähr 60.000 Euro im Jahr, jetzt Stand 2022. Wir verdienen ungefähr 360.000, also Umsatz ist das, 360.000 Umsatz für Neuaufträge, das heißt Einrichtung neuer Portale, Entwicklung neuer Features, irgendwelche Anpassungen, Erweiterungen. Und wir haben die freiwilligen Nutzerbeiträge auf unserer eigenen Plattform wechange.de. Die liegen nur bei 36.000. Aber wir haben, habe ich am Anfang erzählt, ich sage es nochmal, über 100.000 Nutzerinnen insgesamt, davon über die Hälfte auf wechange.de. Das heißt, die Nutzerinnen, denen wir das kostenlos oder zum Selbstkostentarif anbieten, tragen aktuell am allerwenigsten zur Entwicklung von diesem Portal bei. Das heißt, wir haben zwei, vielleicht wie so ein Elefant gekreuzt mit einer Gazelle, hinten richtig dicke Beine, vorne ganz dünne, also von wegen Zebra, da sind wir noch nicht. Wir sind noch so ein Hybridwesen. Wir haben ganz dicke Beine, die tragen ganz viel bei und wir haben ganz dünne Beine, die tragen ganz wenig bei, aber ohne die dünnen würde das Ding nicht stehen, ohne die dicken auch nicht. Und jetzt sind wir natürlich in dem Zwiespalt, dass wir sagen, naja, wir greifen dafür aber auf Softwareentwicklung zurück, die wir gar nicht bezahlen. Das ist diese ganze Open-Source-Software, die wir da einbinden. Da tragen wir nicht dazu bei, da tragen unsere Nutzerinnen nicht dazu bei, unsere Portalkunden auch nicht. Wir binden das einfach nur zusammen. Ist das jetzt fair oder nicht? Das würde ich dann mal als Frage auch in den Raum reingeben. Und die große Frage, gemeinwohlorientiert versus Free- and Open-Source-Software. Wie kann das sein? Und wohin könnte sich das entwickeln lassen? Und damit würde
würde ich jetzt wieder an Daniel übergeben. Ja, gibt es den Satz? Ja, genau. Spannungsfeld, gemeinwohlorientiert versus umsonst. Habt ihr dazu Gedanken? Ist das ein Widerspruch? Ist das vielleicht eine Gemeinsamkeit? Wer hat dazu eine Meinung oder einen Wissensstand? Ah ja, danke. Hi. Die Frage oder das Wichtige bei dem Businessmodell ist ja, ob ihr Änderungen oder Anpassungen, die ihr an dem ganzen Open-Source-Zeug macht, auch wieder zurückspiegelt. Also macht ihr Bug-Reports, macht ihr Pull-Requests, verbessert ihr die Software, die ihr einsetzt auch oder nutzt ihr die nur? Ja, danke. Genau, ob wir die Verbesserungen dann auch wieder zurückspielen, also Fragen der Gegenseitigkeit. Und das machen wir nur teilweise. Also wir haben einmal einen großen Hackathon gemacht mit BigBlueButton-Entwicklern, auch mit dem BigBlueButton-Kernteam. Da ist das tatsächlich schon passiert. Das passiert aber nicht an allen Fronten gleichzeitig, weil wir einfach die Ressourcen dafür gar nicht haben. Was wir schon machen, ist, wenn wir Bug-Reports, Bugs finden über unsere Nutzer-Community, dass wir die dann natürlich an die entsprechenden Communities wieder zurückspielen. Wir entwickeln aber an den Tools, die wir von extern einbinden, selber so gut wie nicht weiter. Wir hoffen da sozusagen darauf, dass die Community, die diese Best-in-Class Open-Source-Tools entwickelt, dass die da auch weiter ein Interesse hat, die weiterzuentwickeln. Wir entwickeln sozusagen den Open-Source-Rahmen dafür. Also wir entwickeln das, was wir als Rahmen brauchen, um diese Tools zusammenzubinden. Das bauen wir auch Open-Source und stellen das wiederum auch offen und transparent zur Verfügung. Wir haben tatsächlich nicht die Ressourcen, im Moment noch nicht die Ressourcen für mehr, aber es wäre eine schöne Weiterentwicklung. Jawohl. Ich wiederhole die Frage dann. Dann gibt's. Genau, also die Frage war mit Service Level Agreements und wie das auch mit dem Wachstum dieser Kunden dann zusammenhängt und ob ihr das überhaupt anbietet. Sehr gute Frage. Würde ich unterscheiden zwischen WeChange.de, der Plattform, die wir allen bereitstellen, und den Portalen, die wir für Kunden bereitstellen. Für WeChange.de haben wir einfach unser Support-Team, die sind erreichbar über einen Chat und die sind auch erreichbar per Telefon und per Mail. Und die beantworten quasi alle Fragen, die da kommen, egal ob die von einem Portalkunden kommen oder aus der Community, die wir selber hosten. Und für diese Gruppe, also für unsere 55.000 Nutzerinnen auf WeChange.de, da haben wir keine Service-Level-Agreements, da unterscheiden wir nicht. Die sind einfach alle da und die können das nutzen und wenn sie eine Frage haben, kriegen sie die auch beantwortet. Da kommen dann so Requests, wie können wir mal für unsere Gruppe den Speicherplatz ausbauen oder ähnliches. Viel mehr passiert da nicht. Aber für die Portalkunden haben wir Service-Level-Agreements und das Standard-Agreement ist halt 48 Stunden Response-Zeit und Erreichbarkeit eben genauso wie für die WeChange-Nutzerinnen auch, über den Chat und über E-Mail und über Telefon. Und alles darüber hinaus gibt dann weitere Stufen, das kann man mit uns verhandeln. Und da sind wir auch tatsächlich ganz offen dafür, das auch weiter sozusagen den Kundenbedürfnissen anzupassen. Hat das die Frage beantwortet? Gut, dann genau, wir können auch mehr ins Allgemeine übergehen. Also könnt auch jetzt gerne auch in Richtung meinerseits, in Richtung von Nico auch Fragen stellen, das ist ganz offen. Ja, danke für den Vortrag. Was war denn der Grund, warum ihr euch entschieden habt, eine Genossenschaft zu gründen, jetzt im Gegensatz zu dem Purpose-Unternehmen von WeTel? Und es wurde ja eben schon angedeutet, dass es kompliziert ist, eine Genossenschaft zu gründen. Und was waren denn vielleicht so die größten Hürden für euch? Also als wir die Genossenschaft gegründet haben, gab es die Purpose-Unternehmen noch gar nicht.
Diejenigen, die das Purpose-Unternehmen erfunden haben, saßen zwar mit uns in dem gleichen Coworking-Space, aber wir haben trotzdem nicht diesen parallelen Weg gefunden. Bei uns war die Ursache dafür, dass wir die Genossenschaft gewählt haben, eigentlich die, dass es am naheliegendsten schien, um diese verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Also wir haben ja Nutzerinnen, wir haben aber auch Portalkunden, auch damals schon gehabt. Das war nach Wachstumswende entstand Netzwerk N, Netzwerk Nachhaltigkeitsinitiativen an Hochschulen, die ja vielleicht hier auch verbreitet sind. Dann entstand weiter ein Portal für Viva Con Agua, was dann wieder eingestellt wurde, weil sie ihre eigene Lösung gebaut haben. Und dann wurde ein Portal für die Transition-Initiativen vorbereitet und so weiter. Also es wurden quasi immer mehr, die gesagt haben, wir brauchen das Gleiche, aber wir wollen unsere eigene abgeschlossene Community haben. Und dann haben wir gesagt, das lässt sich am besten abbilden, indem wir eine Genossenschaft bilden, wo die dann alle mit ihren Stimmen und ihren Gewichten und so weiter gehört werden, ohne dass einer ein Übergewicht bekommt. Und es gibt uns gleichzeitig die Möglichkeit, aus diesem genossenschaftlichen Gehäuse heraus auch nochmal selber ein Portal zu betreiben für alle anderen, die sich das gar nicht leisten können. Das war der Hintergedanke dabei. Genau, beides, wie gesagt, mit dem Ziel, wirkungsorientiert zu sein. Nur halt unterschiedliche Wege, genau. Da vorne gibt es eine Frage. Dankeschön. Hi, ich bin Victor und ich komme so ein bisschen aus dem Business School und Startup-Ökosystem. Und da habe ich das Gefühl, dass es viele Gründer und Gründerinnen gibt, angehende, die Nachhaltigkeit super finden, und zwar richtig super, aber die angefangen haben, das Ganze zu studieren oder zu machen, weil sie richtig Bock auf Kohle haben. Und kriegt man das irgendwie verbunden, sein Unternehmen, also ordentlich was zu verdienen, vielleicht ordentlich auszucashen und trotzdem das Ganze mit so einem Purpose-Ding zu verbinden? Also auch so als Motivator für die Leute, die wirklich fit sind und wirklich was machen wollen, wirklich vorankommen mit ihrem Business und dann aber eigentlich auch gerne noch nachhaltig sein wollen würden. Genau, ich nutze das mal als Abschlussrunde, weil wir haben noch 3 Minuten. Und dann würde ich sagen, von jedem mal eine persönliche an. Also, ich sehe das ziemlich kritisch. Ich begleite auch ziemlich lange schon unterschiedliche Unternehmen. Und sagen wir mal so, sobald sich jemand individuell über das Maß hinaus bereichern will, an dem, was da an Mehrwert entsteht, entsteht eine Mehrwertabschöpfung. Und diese Abschöpfung bewirkt eine extreme Ungleichverteilung in der Gesellschaft und dann sind wir nicht mehr auf dem Pfad von Gemeinwohlorientierung. Das ist vielleicht die Kurzform davon. Also kann man schon machen, aber ja, dann, ich meine, Elon Musk hat auch mit dem Impuls oder mit der Motivation seine Elektroautos gebaut, weil er gesagt hat, das ist halt ein Weg, wo wir nachhaltig sein können, was Nachhaltiges machen und gleichzeitig reich werden können dabei. Ich sehe das inzwischen sehr kritisch, wohin sich das entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber so, das kann mit einer Genossenschaft halt nicht passieren. Dafür kann die Genossenschaft nicht so exponentiell skalieren, wie eben ein normales, ein aktiengetriebenes Unternehmen. Vielleicht 2, 3 Eindrücke aus Purpose oder was da möglich ist. Das Wichtigste, ne, ist tatsächlich diese Sinnfrage, was willst du mit diesem Unternehmen erreichen? Ne? Und ich glaube, wenn man da wirklich tief in sich reingeht, ich finde da Christian Kroll von Ecosia, finde ich da ein hervorragendes Beispiel, der auf so vielen Bühnen steht und sagt, hey, ich verdiene so und so viel Geld, das ist das, was ich fürs Leben brauche, mehr brauche ich nicht, es verdienen Leute in meinem Unternehmen viel mehr Geld, aber das ist für mich irrelevant. Das, was ich auf der Welt bewegen will, bewege ich mit Ecosia. Ich brauche das Ding nicht verkaufen, nicht nichts zu machen, sondern all das, was ich an Wirkung haben will, das schaffe ich mit Ecosia und deswegen spielt ein Auscashen spielt keine Rolle mehr im Grunde. Ne? Also da würde ich sagen, das ist ein ganz schöner, oder das ist für mich tatsächlich so ein Vorbild, wo ich immer wieder denke, krass, in dieser Klarheit höre ich das Ihnen ganz stark formulieren. Was ich trotzdem wichtig finde, ist, wenn, und das machen sich viele Leute auch nicht klar, wenn man so ein Unternehmen gründet, geht man für eine ganze Zeit auch ein krasses Risiko in Teilen ein, ne? Also Privatinsolvenz und so weiter, was da alles möglich ist. Und dieses Risiko braucht irgendeine Art Gegengewicht, auch monetärer Art, und das soll möglich sein, meiner Meinung nach. Das ist in Purpose auch möglich, ne? Auch in Purpose-Unternehmen kann man, meistens heißt es dann,
Also Gehälter, die im Rahmen liegen sozusagen, ne? Im Rahmen dessen, was sonst woanders auch bezahlt wird. Also man muss nicht unter Wert verdienen in einem Purpose-Unternehmen. Das geht wie in anderen Unternehmen auch. Nur was halt nicht funktioniert, ist, dass das irgendwie exorbitant wird. Ne? Und dass man die Nummer dann, weil sie halt gut funktioniert hat, für zig Millionen dann verkauft. Aber ich würde sagen, ausreichend verdienen, dass man gut leben kann. Und also ja, ne? Das ist auch im Purpose-Unternehmen gut möglich. Ja. Noch mal einen kurzen Nachsatz. Wollte ich jedenfalls. Also wir haben bei uns auch noch keine Gehältertransparenz, aber wir haben ein Gehältermodell und wir zahlen einfach nach Tarifverordnung öffentlicher Dienst. Das ist schon mehr, als man in anderen Sozialunternehmen üblicherweise bekommt. Oder ne, nicht alle schaffen das. Wir schaffen das inzwischen, das durchzuhalten. Aber eben drüber hinaus, wenn du noch dich richtig bereichern willst, dann musst du nochmal woanders investieren. Genau, und für mich, also in der GWÖ selbst wird ja auch gefragt, die Spanne zwischen dem niedrigsten und höchsten Gehalt zum Beispiel, da gibt es Negativpunkte sogar, wenn die Spanne zu groß ist. Und genau, ich komme ja aus der Startup-Szene und ich habe auch vorher BWL studiert und ich hatte vorher auch die Idee, irgendwie reich zu werden, damit die Welt retten. Und ich sehe das aber, ich kenne kein Positivbeispiel von Menschen, die reich geworden sind und dann ihr freiwilliger Geld und Hab und ihre Energie wieder abgeben. Gibt es ganz, ganz wenige. Ich glaube, es ist eine sehr krasse Utopie. Und deswegen habe ich dann einen Schwenk gemacht und gesagt, okay, wie kann man es denn jetzt, wie kann man die Wirkung viel direkter kreieren? Also nicht über den Umweg reich werden und das Geld wieder verteilen. Trickle-Down-Theorie nennt sich das, ist eh seit 2016 von der Wissenschaft widerlegt. Das funktioniert so nicht. Und ja, letztendlich sich selbst zu fragen, was ist einem Mehrwert? Ja? Und ist das dann letztendlich das Geld oder ist das nur ein Mittel zum Zweck? Und diese Zebra-Unternehmen, die haben ja genau das 2017 im Silicon Valley entstanden als Gegenbewegung zu diesem höher, schneller, weiter und auscashen zwischen den Exit. Gibt es auch die Post-Growth-Entrepreneurship-Szene in Amsterdam, kann ich auch sehr empfehlen, die quasi Post-Growth, also schrumpfende Ideen entwickeln, die quasi den Markt zurecht schrumpfen und reduzieren und selbst sagen, wir uns reicht ein organisches Wachstum, wenn überhaupt. Dezentral ist besser als irgendwie höher, schneller, weiter und resilienter und letztendlich ja, ganz neue Wirtschaftsideen, wie zum Beispiel die GWÖ, versucht zu erklären und damit weg von diesem höher, schneller, weiter geht, weil das bringt uns alle ins Ende der Welt. Gut, das war's von uns. Herzlichen Dank fürs Dabeisein.